Gut, diesmal als kleiner Test die asynchrone Programmierung direkt in der Oberfläche in WPF zu zeigen. Und dazu bauen wir eine kleine App, die uns erlaubt, Internetseiten herunterzuladen, und zwar mal synchron, mal asynchron und mal in parallel. Asynchron und parallel parallelisiert, damit man einerseits die Unterschiede gut sieht und andererseits natürlich auch lernt, wie denn sowas funktionieren kann. So, ich mache es Schritt für Schritt, ohne große Vorbereitung, außer dieses Grid mit den 4 Zeilen und den 3 Buttons und einer Textbox und den WebPF Basics aus dem letzten Video mit dem Delegate Command und den Notifiable Base Object, aber das View Model etc. mache ich alles nochmal. Ich habe unten Timestamps, damit ihr zur entsprechenden Stelle springen könnt, falls euch das fadisiert. Und ansonsten aber nochmal genau zum Nachvollziehen, wie geht das? Also, ich mache rechte Maustaste, Add New Class. In dieser Klasse gibt es ein neues View Model, also ein Main Window View Model. Dieses View Model muss natürlich erben von unserem Notifiable Base Object. Notifiable Base Object. Steuerung. Enter, damit der den Namespace inkludiert. Dieses View Model wollen wir jetzt im Main Window verwenden als ViewModel, daher den Data-Kontext gesetzt. Window.DataContext. Und hier machen wir eine neue Instanz von unserem ViewModel, also das ist im Schema Local, also im Namespace Local. Da sehen wir, das ist das Async Local, Doppelpunkt und dann Main Window ViewModel. Ja, somit haben wir die neue Instanz mal kompiliert, damit das alles funktioniert. So, und jetzt brauchen wir natürlich was. Wir wollen Webseiten herunterladen im ViewModel. Also machen wir mal eine Liste von Webseiten, die wir herunterladen wollen. Public, nein, eine List von String. Wills, ja, das ist die, die wir herunterladen wollen. Und dann machen wir hier, was geben wir hier rein? Wir können ein Array eigentlich auch machen. String Array Wills ist gleich New String Array mit den Werten HTTPS www.stackoverflow.com https://docs.microsoft.com. Machen wir ein bisschen schöner Code. So, ich gebe mir allein ein paar URLs rein. Ich mache das kurz mal etwas schneller, damit es nicht ganz zu so fad wird. Wir haben ein paar URLs jetzt hier und jetzt brauchen wir natürlich unsere Buttons, die dann was ausführen sollen, also unsere entsprechenden Commands, die wir dann auch binden können. Also genauso wie den Statustext. Also wir haben hier ein Public, ups, wir haben hier ein Public String Infotext get String Infotext. Das get macht ein Return von unserem Infotext und im Set haben wir natürlich wieder if Infotext ungleich value. Ja, dann und nur dann. Infotext ist gleich value und raise property changed. Schwuppdiwuppdiwupp. So, das wäre der Infotext und dann brauchen wir natürlich den wir dann vorne anzeigen wollen und unsere Commands, also public. I-Command oder Delegate-Command, ist egal, Delegate-Command, Download-Sync, nehmen wir nun das Download, get-private-set, public-Delegate-Command, Download-Async. Wenn wir asynchron programmieren, dann hat sich in Visual Studio bzw. in der Welt von .NET ja, durchgesetzt, dass wir
bei asynchronen Methoden hinzugeben. Ja, das ist natürlich hier beim Command nicht perfekt. Ja, Download können wir auch Command machen. Async Command, Download, Parallel Command. So, das ist alles nur ein bisschen Setup. Public Main Window View Model. So, und hier wollen wir diese Getter und Setter etwas implementieren. Also, this.download Command ist gleich New Delegate Command und die Action, die wir ausführen, ist Download, Download. Die Methode brauchen wir noch. So, this.download async ist gleich new delegate command download async. Also wir kapseln das dann in entsprechende Methoden und geben das nicht direkt beim Delegate an, denn sonst wird das doch etwas zu unübersichtlich. Also hier alles wieder nur Setup, Download, Parallel, Async. So, die Methoden brauchen wir noch. So, Steuerung Punkt, Remove this, nein, Generate, nein, okay, dann nicht. So, Public Void. Public brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. Void Download. Void Download Async. Und Void Download Parallel. So, das sind die Methoden, die die Commands aufrufen werden. Parallel Async heißt's. So, was haben wir denn hier vergessen? Action von Object Takes. Okay. O. Wird nicht benutzt, O wird nicht benutzt, O wird nicht benutzt. So, also das sind die Methoden, die dann schlussendlich das Downloaden machen. Und einmal parallel, einmal asynchron, und zwar das, was wir herunterladen werden, ist einfach diese Liste an URLs, immer den HTML-Code dazu. Und ja, dann schauen wir, wie wir Parallelisierung machen, wie das ein bisschen funktioniert. Gut, dazu machen wir, wie laden wir eine einzelne Seite herunter? Void. Download URL und String URL. Und dazu gibt es eine Klasse, die heißt HTTP Client. Using HTTP Client, HTTP Client, Client ist gleich New HTTP Client. Und String HTML ist gleich Client.Download. Download, send, get string, async. Ja, die URL, die wir bekommen, Punkt Result. So, und damit wir jetzt so URL und Ergebnis der Seite parallel haben, machen wir uns noch eine kleine Model-Klasse. Steuerung Shift A, diese Model-Klasse nennen wir Download Result. In dieser Klasse Download Result machen wir ein Public String URL, also die URL, die wir heruntergeladen haben, Public String HTML. Und dann machen wir noch ein Public Int, keine Ahnung, Content Length. Können wir natürlich auch über HTML lesen, aber ja, damit es vielleicht nachher ein bisschen einfacher wird. Fragezeichen Punkt Length, ja, wenn es null ist, dann machen wir es nicht, wenn es null ist, dann machen wir 0. Sonst bekommen wir, wenn das noch nicht gesetzt ist und null ist, bekommen wir hier natürlich eine Null Reference Exception. So, dieses Download wird nun nicht void liefern, sondern es wird liefern ein Download Result. Also wird es liefern, wir machen hier ein Return HTML, New Download Result mit der URL ist die URL, die wir übergeben haben, und der HTML-Code ist der HTML, den wir hier zurückbekommen. Die Länge ergibt sich dann automatisch durch die zweite Eigenschaft. Warum hier diese Klasse, diese Wrapper-Klasse?
Nun, ich möchte am Ende des Tages die Kombination haben URL und Code. Das geht synchron einfacher. Bei asynchron, ja, geht's auch, aber dann habe ich es hier gekapselt. So, im Download machen wir jetzt nichts anderes als brutal simpel. Wir gehen hier durch. For each string URL in URLs. Und jetzt sagen wir hier Download URL mit der URL. Und wir haben hier ein, ja, was haben wir hier? Eine Liste von Download Result. Results ist New List von Download Result. Damit er die Liste gleich initialisieren kann in der richtigen Länge. Wenn wir diese schon wissen, können wir sagen urls.length. Geben wir hier die Länge an, dann braucht er die Liste nicht künstlich vergrößern im Nachhinein. Ist eine kleine Performance-Optimierung, die bei den 8 oder 10 Sachen überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Aber ja, wenn man da mehr hat, dann macht es durchaus Sinn, dass man das einfach macht, wenn man es kann. So, und dann machen wir hier Show Results und geben die Results mit. Diese Show Results macht nichts anderes, wie dass wir hier diese Liste an Results durchgehen. Wir machen das bei jedem Schleifendurchlauf hier. Wollen wir das aktualisieren? Also, wir gehen zu jedem Schleifendurchlauf und sagen String Text. Machen wir es nice. Okay, machen wir es nice. String Builder. Text ist new. String Builder. Dann machen wir for each var result in results. Also wir gehen jedes Ergebnis durch und geben in diesen Text.append und in diesen Append machen wir jetzt. Wir geben aus. Was geben wir aus? Von result die URL. Dann Text.append einen Tabulator. Wechsel T. Dann geben wir aus Text.append Result.ContentLength und dann Text.append Environment Newline, eine neue Zeile. Und jetzt sagen wir this.textInfo, Infotext. Die Property über eine Notify Property changed, wird dann die View wieder gebunden. Nein, ist gleich Text.toString. Also, wir geben einfach nur aus, diese URL hat so viel HTML-Content. Fertig. Gut. Ja, dann binden wir mal, würde ich sagen. Wir gehen ins Main Window. Wir kompilieren vielleicht kurz vorher. Wir gehen ins Main Window. Wir suchen uns unseren Download-Button. Diesen Download-Button binden wir das Command. Das Command wird gebunden hier: Create Data Binding. Das Command wird gebunden, Data Context. Da fehlt noch was. Achso, kompilieren, nochmal probieren. Da war es kurz ein Fehler. So, up to date, passt. Nochmal. Also, wir gehen in den Download Sync. Wir gehen auf die Properties. Wir suchen das Command. Wir sagen Create Data Binding. Und jetzt haben wir Download Command. Sehen hier Command Binding, Download Command Mode is one way. Command ist gleich geschwungene Klammer Binding Download Async Command. Das Mode One Way brauche ich in dem Fall gar nicht, weil da kommt eh nichts von der anderen Richtung. Binding geht jetzt auf Download Parallel Command. Und hier machen wir Text ist gleich Binding auf Infotext. So, wir starten das mal. Einfach nur, um zu sehen, ob es geht. Das ist immer eine gute Idee. Download Sync. Erarbeitet. Ich kann das Fenster nicht bewegen. Und wir bekommen hier ein 404. Ja, Exception Handling ist natürlich nicht eingebaut, ist klar. Welchen Wert hat die URL? Yahoo.com. What the? So, kurz testen. Achso, da gibt es wieder Weiterleitung auf Consent und was weiß ich was alles.
Schmeißen wir Yahoo einfach mal raus. Sorry, Yahoo. You need to go. So, Download Sync. Und ich kann das Fenster immer nicht bewegen. Er lädt jetzt nacheinander jede einzelne Webseite herunter, wenn wir mal keine Fehler haben. C#.com, der Remote Certificate ist invalid. Was wir hier cool haben, dass auch SSL-Zertifikate entsprechend auf Richtigkeit überprüft werden. Und wenn das kein gültiges SSL-Zertifikat hat, dann geht's halt nicht. So, was ist, wenn ich es ohne HTTP mache? Dann kommt ein Sorry, die Seite gibt es gar nicht. Okay, geben wir die auch mal weg. Ah, nehmen wir da statt dem Gmail oder so. Gmail. Machen wir weg. Visualstudio.com wäre auch eine gute Sache gewesen. So, Download Sync nochmal probiert. Also, hier kann ich das Fenster nicht bewegen. Ich sehe keine Ergebnisse. Erst wenn alles da ist, wenn alles fertig heruntergeladen war, jetzt kommen die Ergebnisse. Und die Applikation, jetzt kann ich es wieder bewegen, weil er nichts zu tun hat. Die Applikation bleibt nicht responsive, heißt das dann so. Also sie reagiert nicht, weil die CPU was zu tun hat und auf das Ergebnis warten muss. Immer wenn wir potenziell auf was warten müssen, wie eben auf eine Internetverbindung, auf einen Festplattenzugriff, auf irgendwas, dann, was eben potenziell länger dauern könnte, Netzwerkzugriff etc., dann ist es gut, das nicht synchron, sondern asynchron zu machen. Einfach deswegen, damit die Applikation nicht einfriert, damit der User auch Feedback erhält, was ist denn Sache. Und die Frage ist jetzt, was heißt länger? Microsoft hat damals bei Windows 8.1, glaube ich, war der Zeitpunkt mal gesagt, okay, länger definieren wir als potenziell möglicherweise länger als 40 Millisekunden. Ja, das ist gar nicht so lang. Aber dann soll es asynchron sein, einfach damit die Applikation responsive bleibt. Bestimmt hat der eine oder andere von euch in Visual Studio schon mal das Problem gehabt, dass auch Visual Studio reagiert, nicht sagt oder Visual Studio ist busy. Ja, auch Microsoft macht Fehler. Gut, also das war synchron, da wissen wir, es dauert ein bisschen. Die Sachen kommen nicht automatisch und jetzt machen wir noch eine kleine Zeitmessung rein, damit wir wissen, wie lange dauert denn dieser gesamte Prozess und dann werden wir es asynchron machen, beziehungsweise dann auch noch parallelisiert und dann geht es hoffentlich auch schneller. So, dann gehen wir mal ran an die Zeitmessung. Gut, wenn wir jetzt eine Zeitmessung machen, ich verzichte mal auf das Thema doppelten Code oder so. Lässt sich natürlich noch verbessern. Ich möchte nämlich ein paar Sachen zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt eine Zeitmessung machen, dann mache ich eine Stopwatch, die ist im Namespace System Diagnostics Stopwatch. Und da gibt es eine statische Methode startNew. Also ihr startet eine neue Stopwatch und nachdem der jetzt das alles heruntergeladen hat, kann ich hier einfach sagen, okay, watch.stop, dadurch wird diese gestoppt und jetzt kann ich sagen, wie viele Millisekunden sind vergangen. Also sage ich, elapsed ms milliseconds ist watch.elapsed milliseconds. Und auch die vergangene Zeit, die möchte ich jetzt entsprechend angeben, also die Eigenschaft des Infotext.text, also ist ein String, also plus ist gleich Total Execution Time und jetzt sagen wir hier Elapsed Milliseconds, ja, und die geben wir jetzt einfach mal so aus. Dann sehen wir auch, wie viele Millisekunden sind vergangen, wie lange hat er hier gebraucht. So, und dann machen wir das Ganze asynchron und schauen mal, was das möglicherweise helfen kann. So, Download Sync. Wie gesagt, die Applikation reagiert nicht auf meine Mausbewegungen, auf das Herumziehen. Und erst wenn er fertig ist, sehen wir, das hat jetzt 5,7 Sekunden gedauert. Wenn ich nochmal Download Sync mache, dann habe ich das gleiche Verhalten natürlich. Der Button bleibt sogar blau.
5,8 Millisekunden, also ist dort. In dem Fall um die 5 Sekunden. Gut. Die Stopwatch, und warum nicht Datetime Now? Die Stopwatch ist einfach genauer als Datetime Now. So, jetzt haben wir es synchron gemacht. Wie können wir das Ganze jetzt asynchron machen? Also, dass die Applikation weiterhin reagiert, dass die Ergebnisse wirklich nacheinander kommen, wie hier Show Results eigentlich gemacht hätte, aber das eben nur am Ende gemacht wird. Ja, das wollen wir jetzt verbessern, indem wir statt dieser Download-Methode diese Download-Async-Methode implementieren. So, und dabei wollen wir uns Async-Await nämlich ansehen. Ich nehme mal diesen alten Code, also ich verzichte auf doppelten Code, ich weiß davon, stehe am Eichhörnchen, tut mir leid, ich mache es gleich wieder gut. Gut, wir haben die Stopwatch, wir haben das List Result, das ist alles gut und wir gehen jede URL durch. Passt soweit. Nur, das, was lange dauert, ist das Herunterladen. Dieser Bereich dauert lange. Und was wir jetzt machen können ist, wir wollen diesen Bereich, der eigentlich synchron arbeitet, ja, der arbeitet synchron. Download URL arbeitet synchron. Warum arbeitet der synchron? Weil ich sage, getStringAsync, was eigentlich asynchron arbeiten würde, aber dann greife ich direkt auf das Result zu und somit muss er warten, bis das Result auch wirklich da ist. Und das ist auch gut so. Ob das in einer Schleife ergibt, alles synchron. So, jetzt wollen wir es asynchron machen. Ich will aber diese synchrone Methode vielleicht nicht ändern, weil ich diese nicht ändern kann, weil es ein Legacy-Code ist, ein alter Code. Dann kann ich selbst so einen Code asynchron machen, indem ich sage, wir machen hier task.run und task.run erwartet von uns ein Action-Delegate. Action-Delegate gibt schon Videos dazu. So, also Pfeilchen, schwuppdiwupp. Jetzt wird durch dieses task.run im Hintergrund vom Thread-Pool ein Thread verwendet. Ein Thread ist nicht wie ein einzelner Prozess, aber er wird auf einer gesonderten CPU sozusagen ausgeführt. Wenn wir synchron arbeiten, belegen wir genau einen Kern der CPU. Wenn wir asynchron arbeiten, kann die Arbeit aufgeteilt werden. Also jeder Task kann auf einer anderen CPU oder auf einem anderen Kern der CPU berechnet werden. Und dadurch werden wir asynchron. Dieses Task.run ermöglicht uns, so einen Thread vom Threadpool zu holen, den verwaltet das Betriebssystem bzw. das .NET Framework, wie groß das Threadpool ist, etc. etc. Und der wird verwendet, um gleichzeitig das entsprechend zu machen. So, die Krux ist nun, dieses Task.run liefert uns ein Task von Download Result. Also nicht mehr das Download Result, sondern ein Task von Download Result. Und was wir jetzt machen können, wir können hier sagen, await. Wir warten auf das Ergebnis. Und damit das await funktioniert, muss diese Methode asynchron sein. Also, damit await funktioniert, muss die Methode async sein. Async. Und wir liefern kein void, sondern wir liefern normalerweise, wenn wir eine async-Methode haben, ebenfalls wieder einen task. Und zwar keinen, wenn wir void haben, nur task. Wenn wir einen Datentyp hätten wie int, dann hätten wir einen task von int. In diesem Fall haben wir eine Void-Methode, daher nur Task. So, wir haben sozusagen, deswegen das Copy-Paste, den gleichen Code. Wir haben lediglich da diesen synchronen Aufruf, der lang dauert, in diesen asynchronen Call gesteckt und wir warten auch darauf. Damit das geht, brauchen wir, damit das Await geht, brauchen wir ein Async und wenn wir eine Methode Async haben, dann liefern wir als Ergebnis einen Task zurück. Und jetzt schauen wir, wie sich das verändert. Ihr erinnert euch, der Button ist blau geblieben, weil er sofort angefangen hat zu arbeiten und bis zum Schluss nicht mehr reagiert hat. Jetzt, bei Download Async, sehen wir, ich kann auch das Fenster bewegen, die Elemente kommen nacheinander rein. Wir sehen, dass er nicht schneller ist, aber dass ich hier ja, das Fenster bewegen kann, dass die Elemente nacheinander kommen, es wirkt subjektiv schneller. Also es bleibt reaktiv. So, was ist die Magie dahinter? Durch dieses Task.run wird ein zweiter Thread angeworfen. Der Hauptthread, der die UI aktualisiert, kann weiterarbeiten. Und
durch dieses Wait sage ich, du, jeder andere, derjenige, der mich aufgerufen hat, der kann schon mal weitermachen, alles okay, ich sage, wenn ich fertig bin und dann und erst dann geht es hier wieder weiter. Dann und erst dann geht es hier wieder weiter. So, ein kleiner Fehler, der gemacht werden kann. Was wäre, wenn ich hier auf das Await vergesse? Und nein, vergessen wir das. Das geht sowieso nicht. So, was, wenn ich hier das Void haben muss aus irgendwelchen Gründen? Dann kann ich auch hier sagen task.run und kann sagen, okay, gib mir dann gleich das Ergebnis, Result. Und dieses Result würde ich gerne reingeben. So, mal schauen, was jetzt passiert. Download und ich sehe, dass ich durch dieses wieder synchron geworden bin. Okay, das Ergebnis kam wieder zum Schluss erst. Ich bin wieder synchron geworden. Also, wir brauchen das Async Await, damit wir auch asynchron arbeiten können. So, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir parallel arbeiten können? Dass wir nicht ja, seriell nacheinander, asynchron ist toll, aber noch besser wäre, wenn er alle Webseiten gleichzeitig herunterlädt und dann, sobald eine da ist, das Ergebnis mir anzeigt. Dazu machen wir mal diese Download-URL asynchron. Wir könnten das auch so machen. Ja. Und wir lassen es mal so. So, also wir machen jetzt das Download parallel. Wir machen wieder die Stopwatch. Alles prima. Und wir warten hier nicht sofort auf diesen Task. Machen wir nicht. Sondern wir merken uns die Tasks, die wir haben und brauchen. Also wir haben wieder eine Liste oder ein Array, ist egal. Machen wir diesmal ein Array, ein Task Array. Und in diesem Task Array Tasks, New Task Array, once.length. Na, machen wir eine Liste, ist egal. Machen wir eine Liste, ist besser. Wir machen eine Liste vom Task und der Task liefert ein Download Result. Ein List von Task von Download Results. Task List. Is new List von Task von Download Result und URLs.length nehmen wir wieder als Initialgröße der Liste. So, und wir geben das nicht gleich in die Results rein, sondern wir geben diesen Task, den wir hier bekommen, das Ergebnis ist uns egal, Task Run, wir starten nur diesen Task und geben diesen in die Task List. Wir warten auf kein Ergebnis, sondern wir starten alle nacheinander an und wenn wir sie angestartet haben, dann geben wir sie in die Taskliste. Jetzt müssen wir natürlich, wäre es nicht schlecht, wenn wir warten würden, bis sie fertig sind. Ja. Aber machen wir es mal so. For each var task in Taskliste also zuerst mal auf die Tasks warten, natürlich, klar, var results equals await, wir warten auf task.whenAll. Also wenn alle fertig sind und welche die Taskliste. Also hier starten wir alle Aufgaben an und hier warten wir auf alle. Dazu brauchen wir hier natürlich das Async. Und Results gibt es natürlich schon, also weg damit. Async Task. Wir starten alle, wir warten, bis alle fertig sind und jetzt gehen wir dieses Result durch und können das Ergebnis ansehen. Also Show Result. Result, was haben wir hier für einen Datentyp? Das ist ein Array und hier bräuchten wir eine Liste. Na gut, sei es so. Punkt to List. So. Und jetzt haben wir das parallelisiert, denn wir starten alle gleichzeitig an und wenn wir sie gestartet haben, erst dann warten wir aufs Ergebnis. Und ich kann hier responsive arbeiten und ich brauche nicht 5 Sekunden, sondern 1,5 Sekunden, 1,6 Sekunden, weil jetzt die einzelnen gleichzeitig heruntergeladen werden. Wir müssen ja nur aufs Internet warten
Und die CPUs favorisieren sich eigentlich. Ich mache nochmal Download Sync. Ich kann hier nichts ändern, nichts bearbeiten, nichts herumfahren. Ja, erst wenn er fertig ist, zeigt er mir das Ergebnis. Ich sage Download Async. Und er macht es mir Step by Step, aber halt durchaus ein bisschen langsam. Gerade sehr langsam. Internet tot? Keine Ahnung. Und bei Download Async in Parallel, da wird wirklich für jede URL dann sozusagen ein eigener Request gestartet. Nicht beliebig viele, also wenn ich 1000 URLs habe, startet er nicht 1000 gleichzeitige Anfragen, sondern die CPU und das .NET Framework, diese Task Parallel Library, diese Tasks hier, diese checken automatisch, ist das CPU-bound, dann heißt das, also er braucht CPU-Leistung, um das auszurechnen, dann startet er genauso viele Tasks parallel, wie wir an CPUs haben. Ja. Dieses Task.run brauchen wir ja nur deswegen, weil das Download-URL hier direkt die Klasse liefert und keinen Task liefert, damit es asynchron gestartet wird. Wenn wir aber den Source-Code sowieso zur Verfügung haben, wie hier in dem Fall, können wir auch Folgendes machen. Wir können das Task-Run einfach weggeben. So. Und wir machen kein Return von dem, sondern wir machen ein Async Task von Download Result. Also wir geben einen Task zurück, der uns dann schlussendlich das liefert. Und dann können wir hier sagen, await client getString async und warten nicht auf das Result, sondern wir machen das eben asynchron. Sobald ich hier auf das Punkt Result zugreife, wie wir es hatten, also so, nochmal rückgängig, dann macht er zwar einen asynchronen Download, aber durch dieses Punkt Result muss er warten auf das Ergebnis. Und der Aufruf ist in Wahrheit wieder synchron. Also wir machen hier await und liefern hier einen asynchronen Task. Und dadurch können wir hier auch in die Taskliste direkt das Thema hier aufnehmen. Ja, das gleiche gilt dann natürlich hier. Statt dem Task.run kann ich einfach sagen await download URL. So, und hier müsste ich dann hier das Punkt Result machen. Dann sind wir hier synchron, weil durch das Punkt Result, wir liefern ja einen Task zurück. Durch das Punkt Result wird aus diesem asynchronen Aufruf ein synchroner Aufruf. So, dadurch wird der Code vielleicht ein Tick einfacher auch. Und die TPL, die Task Parallel Library, kann wirklich ihre Stärken ausleben. So, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Await vergessen würde? Was ist, wenn ich hier sozusagen das Download, dann schreit er natürlich, dass wir hier den Result, den falschen Datentyp haben, weil jetzt müsste Result ein Task von Download Result sein, ja, also sowas. Ist er aber nicht. Und um das sozusagen wieder auszupacken, den Task wegzugeben und nur das Ergebnis zu haben, darum brauchen wir das Await. Und jetzt ist das Ergebnis durch das Await nicht mehr ein Task von Download Result, sondern nur mehr der Datentyp Download Result. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.